Willkommen zurück zu Resident Evil 2, das Remake. Unglaublich geiles Feedback habt ihr im ersten Part hinterlassen. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Und ich hoffe sehr, dass das anhält. Resident Evil und ich, wir gehören anscheinend irgendwie zusammen. Vor allem dieser Teil. Es ist so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Auch wenn ich an sowas schon gar nicht mehr so richtig geglaubt habe. Aber wir werden viel Spaß haben. Mal gucken, welcher Spaß uns hier hinten erwarten wird. Ich soll das halten. Ich kurz drücken. So. Okay, unser Ziel ist klar. Hier nochmal. Es geht da hinten zu den Toiletten, einen Treppengang. Aber wir sollen zum Raum der Wache gehen. Mal schauen. Bis jetzt ist noch alles ruhig hier in den Fluren. Das wird bestimmt nicht mehr lange halten. Hier eine vermeintliche Sackgasse. Ich gucke trotzdem mal. Ich glaube, da läuft Wasser. Wenn ich die Tür aufmache, ob mir dann eine Fontäne entgegenkommt. Nein, es klang nur so. Nass ist es trotzdem auf dem Boden. Wer suddelt denn hier rum? Was kommt doch aus dieser Toilette? Wow, super. Naja, wenigstens an sich eine saubere Toilette. Sieht man selten in Horrorspielen. Oh Mann, hier ist auch nichts. Aber das Heilungsspray nehme ich gerne mit. Darf ich das stacken? Nein, darf ich nicht stacken, okay. Habe ich jetzt wieder... Habe ich jetzt weiter? Ja, okay. Na toll, hier auf dem Klo ist nichts los. Auch mal nach oben gucken, nicht, dass da ein Licker hängt. Oh mein Gott, die Lickers, ne, wenn die kommen. Das kann ja auch ein etwas weniger freudiges Wiedersehen werden. Wie ich die Viecher gehasst habe von beim Original. Das erste Auftreten des Lickers, das war so geil inszeniert mit der Videosequenz. Allein da hatte man Schiss ohne Ende. Aber wir sind gerade in dem Flur, wo kein Licker erscheinen sollte. Aber was weiß ich schon. Ihr habt auch geschrieben, man darf sich gar nicht zu sehr auf das Original verlassen. Es nimmt hier und da auch andere Wege. Und das ist natürlich auch gut so. Die Seele ist die gleiche. Das Erlebnis fühlt sich trotzdem auch irgendwie neu an. Das finde ich gut. So. Okay, ich kam von da. Moment, da muss ich jetzt hier lang. Okay. So, hier kann ich nichts machen. Da hinten liegt eine Leiche. Und noch eine. Die Frage ist natürlich, sind sie wirklich tot? Ja, ich weiß, Leichen sind immer tot, aber nein, nicht in Resident Evil. Oh mein Gott. Ja, wir müssen uns die Sauerei trotzdem genauer angucken. Oh, ich höre da jemanden. Das klingt nach einem Überleben. Aufwachen! Schnell! Aufwachen! Du. Mach die verdammte Tür auf! Du wartest bitte kurz, mein Freund, auch wenn ich eigentlich schnell machen müsste. Ich weiß, aber ich will erst gucken, ob die noch was haben und wirklich tot sind und so weiter. Es kam von da. Ja, das ist auch das, wo ich hin muss. Sorry, aber ich bin dann halt nochmal so und guck, ob die anderen Türen... Oh. Okay, da brauche ich wahrscheinlich irgendwie etwas... um das zu öffnen, was ich jetzt natürlich noch nicht habe. Warum kann ich aus dem Fenster gucken? Was mir gerade ein bisschen fehlt, sind Beschreibungen, die Dinge, die man sich angucken kann. Wisst ihr noch damals? Dass sie jetzt einfach was dazu sagt. So, es ist dunkel da draußen. Liegt vielleicht daran, weil es Nacht ist. Nee, schon. Ne? Das alles ist natürlich Kritik auf hohem Niveau. Okay, ich gehe halt schon zu dem Typen. Der ist wahrscheinlich eh nicht mehr zu retten, aber hey. Also die Tür hätte es auch selbst aufmachen können. Wo bist denn du? Ach, da. Okay, warte, ich komme. Ich kann mir wahrscheinlich nichts anderes angucken. Die Tür aufmachen! Aufmachen! Aufmachen, bitte! Hier, geben Sie mir die Hand! Hilfe! Okay. Festhalten! Geben Sie mir die andere Hand! Ist okay! Ich hab sie! Ja, ist okay! Oh
Marvin. Tut mir so leid. Oh Gott. Ganz ehrlich, als ich schon gesehen habe, dass der was in der Hand hat und mir geben wollte, dachte ich mir schon, der schafft's da nicht raus. Okay, das ist ein Notizbuch eines Polizisten. Ein Way Out über das unterirdische, über das Parkdings, das Parkgelände. Und zwar unter der Gottesstatue. Wenn wir die drei mit der Jungs haben, dann kommen wir ein unterirdisches Ding ins Können. Beim Parking und dann raus. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Wirklich wunderschön gemalt. Also die Kombination für den Löwen sehen wir hier. Es gibt aber noch zwei weitere. Ja, wunderbar. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch diese drei Statuen finden und dann diese Symbole reinmachen. Und schwupps haben wir die drei Embleme. Ja. So. Zur Eingangshalle zurückkehren. Hier scheint versperrt zu sein, oder könnten wir da durch? Nein, wir könnten und sollten da nicht durch. Trotzdem. Also. Hi! Ja, genau, bleib mal hier. Ja, oh, kannst da drüber krabbeln? Wie geil! Bist du tot? Nee, natürlich nicht. Shit, wenn jetzt hinter mir noch einer kommt, dann habe ich die A-Karte. Bist du jetzt wirklich tot? Ah, die Tür ist wieder zu, okay. Oh, die fressen viel Munition, ne? Aber in Gebäuden muss ich sie halt machen, sonst nerven sie mich immer wieder, wenn ich mal wieder zurück muss und so. Nein, komm schon! Ja, dann... Drei Kopftreffer. Aber jetzt ist doch mal gut, oder? Hinterlassen die wenigstens ab und zu mal was? Der zappelt immer noch. Hast du was für mich? Das wäre halt auch mal nett, wenn die noch was hinterlassen würden. Boah, wie soll ich das nur mit der Muni... Aber ich hoffe, dass es nicht wie beim 1er Remake, dass die wieder aufstehen, wenn man sie nicht verbrennt oder so. Mist, das habe ich ja im 1er Remake irgendwie gehasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn sie dann nochmal aufstehen, dass sie dann so schnell und aggressiv sind und alles. Nein, danke, das brauche ich jetzt in dem Teil. Bitte, bitte nicht. Aber ich glaube nicht, dass die auch das tun. Okay. Aber vielleicht, ich sollte mir echt überlegen, bei dieser Munitionsknappheit, welchen Zombie töten und welchen nicht. Ich glaube, ich kann mit der Mentalität, alle, die im Gebäude sind, töten, so wie ich sie früher hatte, komme ich nicht durch hier. Das ist mal wieder wahrer Survival-Horror. So, die beiden... bleiben liegen. Und wenn ich mich nicht beeile, kommt der Typ gleich durch. Mal gucken, ist hier immer noch zu... Ja. Also ich glaube, ich mache den jetzt mal nicht, falls er reinkommen sollte. Weil mein Ziel ist es jetzt eh nur erstmal wieder zurück. Das ist halt dumm, wenn ich wieder hier hin muss. Aber es ist gerade echt eng. Also ich muss da... Ich muss da echt gucken und gut überlegen, wen mache ich, wen nicht. Okay, genau, da brauche ich das. Ich mache den jetzt nicht. Also, das geht nicht. Können die rennen? Das sollte ich vielleicht ein bisschen schneller gerade machen. Und nicht in die Sackgasse rennen. Nee, ihr seid doch des Wahnsinns gerade. Ihr seid doch des Wahnsinns. Das machen die gerade ein bisschen absichtlich, oder? Die wollen mich hier tot sehen. Ich muss an denen vorbei, ne? Boah, ich muss ja jetzt irgendwie an denen vorbei krüppeln. Mal gucken. Ja, soll ich wickeln, oder? Ah! Ey, ich kann mich auch schon hier wehren, oder? Nicht, dass ich einfach jetzt sterbe, also... Okay, ich dachte schon, weil die jetzt gerade so genüsslich mich umschmeißen. Nein, nein, nein! Wow, 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 wie viele sind denn da noch? Okay, also das ist krass verändert worden und krass fieser. Also da muss ich echt... Boah, da muss man echt aufpassen, Leute. Shit, und das geht hoffentlich schnell genug, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm schon, Claire. Okay, das ist aber jetzt so inszeniert. Sehr schön. Alles klar? Ja. Du bist sicher. Vorerst. Marvin Brenner.
Danke. Du wurdest wohl gut ausgebildet. Ja, ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Komm her. Also, niemand kennt die Ursache? Es gibt viele Theorien. Aber ich weiß nur sicher, dass es hier vor Zombies wimmelt. Ja, was sie nicht sagen. Hey, hey, lass das an. Nur für den Fall. Ich werde nicht lang bleiben. Wenn ich Chris finde, sind wir hier raus. Du bist wirklich Chris' Schwester? Ja. Wieso? Haben Sie was gefunden? Er ist verreist. Europa, denke ich. Vor Wochen schon weg. Verreist? Das ist großartig. Ich habe noch mehr für dich. Anscheinend gibt's einen Weg raus durch diesen Geheimgang hier. Gut. Hey. Sie sollten schnell ins Krankenhaus. Oh nein, vergiss mich. Ich kümmere mich um mich selbst. Nein, das machen Sie nicht. Sie brauchen dringend Hilfe. Hör zu, Claire. Rette dich selbst. Damit du deinen Bruder wieder siehst. Hier. Du brauchst das sicher. Nein, ich nehme das nicht. Sie werden das. Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder renn. Wir haben ein Kampfmesser bekommen, sehr schön. Den Sumpf verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Oh, okay. L1 bereithalten, R2 schlitzen. Kann zum Kontern L1 verwendet werden. Wenn man von einem Gegner gefangen wurde, kann wiedererlangt werden, nachdem der Gegner besiegt ist. Ah ja. Klingt interessant. Okay, das muss ich mir gut merken. Wenn ich an L1, okay. Gut, das nehmen wir natürlich mit. So, das ist meine Nebenwaffe. Und wir müssen jetzt wirklich diese drei Medaillons finden, wie schon erwartet. Ihn kennen wir aus dem Grundspiel. Den haben wir nur damals, lasst mich nicht lügen, gucke ich in die richtige Richtung. Ja, beim Anfangsspiel musste man ja, glaube ich, da oder da durch. Und er war da auch schon verletzt, hat mir ein paar nützliche Hinweise gegeben, hat dann aber befohlen, dass ich gehe. Und wenn wir ihn später dann wieder getroffen haben, hatte er sich natürlich leider Gottes verwandelt. Momentan hält er noch durch, aber wir können uns schon vorstellen, dass er hier das gleiche Schicksal erleiden wird und wir ihn dann erschießen müssen. Abwarten. So, wie geht's mir eigentlich? Sie hält sich den Bauch. Wir hatten ja 2 bis 3 Treffer abbekommen. Da unten links war da nicht so eine Leiste. Warte mal, da muss ich, glaube ich, switchen. Hier, ich bin auf Orange. Ich würde aber eventuell noch ein bisschen überleben. Wenn ich rot bin, werde ich mich heilen. Okay, und das hat uns der Cop auch nochmal erzählt. Jetzt ist auf einmal kein Blut mehr drauf von ihm. Okay, ja, dann können wir doch schon mal das erste Emblem machen, nicht wahr? Ich werde mich jetzt verletzt lassen. Ich hoffe, das ist nicht mein Todesurteil. Nach dem Motto, ich halte noch ein bisschen aus und dann heilen. Auch da müssen wir natürlich sehr, sehr sparsam umgehen. Also, ich denke, die Szene da hinten und vor allem die Rettung vom Cop, es war schon eindeutig, dass man da irgendwie retten musste. Vielleicht musste man auch einen Treffer kassieren. Ist bestimmt nicht einfach, da trefferlos durchzukommen. Aber okay, wir gucken jetzt nochmal, was wir beim Löwe einstellen müssen. Dann müssen wir nochmal hier, darf ich blättern? Genau, das ist der Löwe, so ein Blatt und so ein Vogel. Gucken wir mal. Also, das ist der Löwe, das sieht ein bisschen anders aus, man macht nicht, da ist das Blatt und ein Vogel. Löwenmedaillon. So, das können wir ja ruhig gleich mal schon einfügen, nicht wahr? So, ich bin gespannt, wann es passieren wird. Vielleicht, wenn wir das zweite Medaillon oder so gesammelt haben.
müssen uns auf jeden Fall seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Ich bin zu weit runtergerannt. So, hier. Benutzen. So, sie macht es auch gleich ins dritte rein. Es öffnet sich auch schon etwas. Und man darf also schon ein bisschen. Hat Elliot recht. Ja, noch sind wir nicht raus. Okay. Wollen wir daraufhin nochmal reden? Nein, okay. So, mein Messer übrigens hier. Alles klar. Und wir haben dadurch jetzt auch einen neuen Weg. Denn wir können das hier bestimmt aufschlitzen. Wunderbar, werte Freunde. Und schon eröffnen sich uns neue Möglichkeiten. Was ist jetzt eigentlich hier? Komme ich da nochmal durch? Ich weiß, das ist alles voll mit Zombies. Sollte es nicht tun, aber ich komme da auch gar nicht mehr durch. Zumindest vorerst nicht. Vielleicht ist das Spiel so ein bisschen... Obwohl... Nee. Vielleicht hat das Spiel das so ein bisschen absichtlich gemacht. Und führt mich zumindest anfangs noch ein bisschen so an der Hand. Nach Motto, jetzt gehst du dahin. Und nirgendwo anders. Gut, das speichern wir jetzt aber erstmal. Denn da hinten wird es bestimmt nicht einfacher. Vor allem, ich weiß, was da hinten theoretisch kommt. Nämlich der erste Licker. Zumindest im Grundspiel war das so. Wenn der Licker kommt, haben wir ein Problem. Ich will nicht wissen, was der aushält. Und ich habe halt immer noch nur die normale Waffe. Ich glaube, im Grundspiel hatten wir eine richtig geile Armbrust. Die hat Spaß gemacht. Das war so ein bisschen Claires Vorteil, dass sie eine Armbrust hatte. Ich glaube, Leon hatte die nicht. Übrigens, danke für den Hinweis, dass man nicht Gegenstände liegen lassen muss für den B-Durchgang. Man kann sich ruhig alles scrappen. Das ist sehr gut zu wissen, sonst hätte ich mich nur geärgert, wenn ich Zeug liegen gelassen hätte. So. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wenn ich um diese Ecke gehe, ist da ein Fenster. Man sieht einen Licker vorbeihuschen. Draußen. Doch diesmal geschieht nichts. Finde ich gut. Ja, es ist irgendwie cool, oder? Wenn dann nichts passiert. Du hast einfach die Erinnerung von früher. Du bist so gespannt. Ist es noch in dem Spiel auch drin oder machen sie es anders? Unser erstes grünes Kraut. Das hat ja auch ein bisschen auf sich warten lassen. Gut, das nehmen wir natürlich mit. Ich werde es jetzt nicht benutzen. Ich spekuliere auf ein rotes Kraut. Wenn wir das mischen, haben wir eine Vollheilung. So. Okay, sonst ist hier anscheinend nichts weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch, ne? Hier ist auch wieder alles blutverschmiert. Chris ist nicht da, wie wir gehört haben. So. In diesem Gang war es eine legendäre Szene. Man hörte das Blut tropfen, eigentlich jetzt schon. Man geht um die Ecke, sieht das tropfende Blut, blickt nach oben und da hang ein Licker an der Decke, den wir dann töten mussten. Mal schauen, wie uns dieses Spiel hier... Sorry, ich bin gerade voll angespannt. Ich höre nämlich auch hier ein Geräusch. Es klingt aber anders. Ich mache mal bei mir lauter. Klingt seltsam. Irgendetwas ist da auf jeden Fall, aber es ist noch ein bisschen weit weg. Ich gucke erstmal hier. Da ist nichts. Da liegt ein Kopf. Ah, das ist mein... Funkgerät. Da ist jetzt die Stelle. Ich kann nicht halt nur nach oben gucken. Ja, guck's dir halt noch genauer an. Wer ist da?
Oh mein Gott. Wisst ihr, was mir aber auch gerade einfällt? Den damaligen Licker-Auftritt können sie ja hier gar nicht machen, weil das alte Resident Evil hatte fixe Kameraeinstellungen. Und hier könntest du das ja einfach entlockern, indem du nach oben guckst. Also, ja gut, da oben hängt halt auch irgendwas Unschönes ab. Aber das können keine Zombies machen, also... Das muss was anderes gewesen sein. Das musste ja passieren. Was ist mit ihren Köpfen passiert? Wer ist dafür verantwortlich? Okay, an den Fenstern gehe ich auch weg. Auch da bin ich traumatisiert worden früher. Und hier komme ich nicht durch. Da brauche ich ja wohl einen ganz besonderen Schlüssel. Die Spielereien kennen wir. Guck mal, das ist dieser, das ist der Kopf von der Haupthalle, Marvin Brenner. Aber es ist leider verschlossen. Ich muss erstmal hier weiter. Bitte noch kein Licker. Bitte nicht. Aber es deutet halt schon vieles darauf. Mal abwarten. Okay, da komme ich nicht durch. Ja, das ist jetzt dieser enge Flur. Das Fenster ist offen. Ich kann erstmal nichts dagegen tun, dass das Fenster offen ist. Oh Gott, ich weiß noch, wie ich da zusammengezuckt bin damals. So unerwartet kam das einfach, diese Schreckeffekte von dem damaligen Resident Evil 2. Und da war man auch noch ein bisschen jünger, als man das gespielt hat. Oh mein Gott, hat das gezogen. Bei Teil 1 ja genauso. Oh Gott, es geht los. Ich glaube, ich renne durch, bevor es reinkommt, oder? Ja. Dann komme ich da rein. Ja. Oh Gott, aber die können jetzt einfach da die Tür durchnehmen, ich an, oder? Warte mal, ist hier safe? Weil da ist ja nichts mehr mit Ladesequenz und neues Gebiet und Abschnitt und so. Die Tür. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er gleich die Tür. Hi, durchkommt. Ja, es hat zwar ein bisschen Zeit, aber. Okay, dann muss ich dich machen. Ja, dann geh halt wieder. Wieso geht's denn jetzt? Du hast keinen Bock mehr auf mich. Das finde ich ja süß. Ja, du willst aber noch ein bisschen, ne? Wo hängt denn jetzt ihre Hand? Das schauen wir uns vielleicht von der Nähe an, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nochmal aufsteht. Damals hatte man so ein bisschen die Gewissheit, ah, große Blutlache, sie ist tot. Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Aber schön, wie Claire es kommentiert, wenn sie kämpft. Bist du wirklich schon tot? Was ist mit deiner Hand passiert? Ja. Okay. Gut, ich glaube, die ist wirklich mal tot. Bin ich ja erleichtert, dass nicht alle so viele Muni fressen. So, und endlich mal was zum Lesen. Das habe ich schon fast vermisst. Also, ein Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viel wie möglich unterbringen. Versuchen. 25. September Zusatz. Eine der zufluchtsuchende Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebenden konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt alles langsam im Chaos. David Ford. Ja, und das Endstadium können wir hier jetzt sehen. Gucken wir uns noch weiter um. Das ist eine Karte der Polizeistation 1F. Wunderbar, die wird jetzt da wahrscheinlich hinzugefügt. Sehr schön. Wir sind gerade im Besprechungszimmer. Das ist auch der einzige Weg da draußen. Ist anscheinend nichts mehr. Wir gehen aber gleich nochmal raus gucken, weil ich da jetzt ein bisschen durchgefetzt bin. Und wir werden uns wahrscheinlich hier gleich ein bisschen hier noch umgucken dürfen. Okay, wahrscheinlich finden wir hier noch was Praktisches, was wir dann hier brauchen werden. Vielleicht ist unser Freund dann auch schon ein Zombie. Mal abwarten. So, ansonsten kann ich hier was lesen. Graham, Kaori, Miguel. Irgendwelche Namen, die mir nichts sagen.
Da jetzt hochauflösen, kann man auch mal ein bisschen was erkennen. Ist das nicht schön? So. Okay. Da war was. Oh. Okay, hä? Geht's da durch? Wo bin ich denn gerade? Ah. Aber will ich da schon durch? Eigentlich noch nicht. Also gut, gut zu wissen. Okay, danke. Das ist doch nicht wahr. Wer? Was? Warte mal, ich gehe doch nochmal hoch. Ist jetzt die eine wieder aufgestanden nach so einer langen Zeit? Wie geil ist das denn bitte? Okay, aber... Du Olle, ey. Das ist echt krass, wie lang die sich Zeit lassen können. Ich höre jetzt noch einen. Du überraschst mich jetzt aber nicht gleich von da hinten, oder? Oh mein Gott, das sind noch mehr. Jetzt auf einmal hört man sie. Das ist krass, wie lange die erstmal auf dem Boden bleiben. Ich meine, ich war direkt bei ihr und sie hat sich nicht gezuckt. Da kann man sich ja überhaupt nichts verlassen. Wie gut ist das bitte? Das meine ich eben, ne? Das ist eine gute Neuerung. Da kann man sich nie drauf verlassen. Das macht die Sache umso spannender. Also bis jetzt ist die Aufstehrate, wenn sie erstmal liegen, immer noch auf 100%. Okay, aber ich denke, hier ist sonst nichts mehr. Ungefähr hier habe ich angefangen zu rennen, ne? Gut, ich gehe dann mal. Da, ne, da war nichts mehr. Okay. Du bleibst jetzt aber bitte wirklich tot, also... Ja, ich laufe jetzt an dir vorbei, ein gutes... Oh, da komme ich auch nicht durch. Okay. Mein Messer hat noch volle... Ich habe übrigens, als der Cop mir das Messer gegeben hat, ich habe das erst gar nicht als Messer identifizieren können. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Ding? Ist das ein Elektroschocker oder so? Und dann am Ende, Messer? Okay. Der ist beschäftigt. Ich gucke erstmal da hinten. Aha. Ja, wenn ich jetzt schieße... Ich habe halt Angst, dass der dann aufsteht. Aber was will ich machen? Bist du tot? Ich kann dich zumindest looten. Und ich habe jetzt auch wenigstens genug Schuss, um eventuell überhaupt einen zu schaffen. Okay. Kurz korrigieren. Er hämmert da an diesem, ja, an dieser Tür rum, wo ich eben war, im Besprechungszimmer. Das ist immer noch rot und wird durchsucht. Stimmt ja gar nicht mehr. Ist nicht mehr up to date. Ja, Flurzombies sind eigentlich die wichtigsten Zombies, weil durch Flur rennt man das öfteren. Ich muss ihn eigentlich töten. Ah, guck mal, der will nur eine Cola oder was, oder? Ist das ein Getränkeautomat? Ich werde ihn dann halt mal von seinem Leid erlösen. Also deinem Kopf zu urteilen. Würde ich jetzt schon gern behaupten, du stehst nicht mehr auf. Aber mit dem Kopf würde ich es mich nicht trauen. Macht sich nicht so gut. Wirklich nicht. Alter, wie habe ich diesen Schuss gemacht? Was habe ich... War das jetzt gerade so eine Shotgun-Patrone, die ich auf ihn gefeuert habe? So eine modifizierte. Das ist so der klassische Crit-Treffer, ha? Huh? Ja, man muss ja echt, auch wenn es mir nicht so behagt und auch, dass ich... Ich bin da nicht so skillig drin, aber ihr seht's, Kopftreffer unbedingt weiterhin versuchen in diesem Spiel. Sonst kommt man da wohl nicht durch. Klar, dann hat man auch ein paar... Fehlschüsse ist wohl unvermeidlich, gerade bei meinen Skills, aber einfach das Glück zu haben, dass das ein One-Shot ist, das ist es schon wert, anstatt da 8 Patronen drauf zu hämmern. So, wie dem auch sei, der ist down, da liegt noch einer. Du hast nichts für mich, wer, das heißt, dass du gleich aufstehst. Ich guck mir den Flur noch weiter an. Oh nein, da klopft schon einer an das Fenster. Kommt bestimmt auch gleich rein. So, wo bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich ein bisschen was übers Schließfächerraum. Ja gut, nee, können wir ruhig machen. Okay, schauen wir mal. Schließfachterminal Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Oh, da herrscht aber Harmonie auf dem Revier.
Also, der hat anscheinend es nicht mehr geschafft, die Tasten zu ersetzen. Ich möchte aber meinen, dass das auch ohne die Tasten noch relativ funktioniert und wir uns vorstellen können, dass die 2 und die 3 dort fehlt. Ja, man kann sie theoretisch natürlich dennoch drücken. Ich sehe da rechts ein paar Sachen, 209, 208, 207. Ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt, was ich öffnen soll von dem ganzen Kram. Ich gucke erstmal so noch durch. Hier wäre zum Beispiel... Oh, ich glaube, ich habe einen Anhaltspunkt, was ich aufmachen würde. Das sieht nämlich nach so einer Gürteltasche aus, 203. Aber ich glaube, da brauche ich irgendwie nur eine Zugangskarte, oder? Ich guck mal, wenn ich jetzt einfach... Nee, ich kann die Taste nicht drücken. Das ist doch dämlich. Nur weil die Taste fehlt, kann ich es trotzdem drücken. Ja, okay, ich muss erst die Tasten finden. Aber auch eine schöne Spielerei. So, was kann ich ihm noch ergattern, wenn ich die 2 finde? Das sieht aus nach Granatwerfermunition. Das war auch etwas, was, glaube ich, nur Claire gefunden hat als Waffe. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Obwohl, nee, das kann nicht sein. Ich glaube, Leon hatte das auch. So, wenn ich die 1 finde... Was ist denn jetzt schon wieder? Ist das der vom Fenster? Hat das endlich geschafft? Ah, die haben einen guten Riecher, muss ich ja mal sagen. Also... Ah, fuck. Seht ihr, genau das meine ich. Oh nein! Ah, okay, L1. Trophäe, nimm das, okay. Oh nein! Gut, dass ich laufen kann während dem Schießen. Der lebt noch, oder? Aber geil gemacht mit dem Messer, das gefällt mir. Das hat jetzt auch überhaupt keinen Schaden mir gegeben, ne? Durch das Fenster. Ah, das ist super, weil ich noch vor dem eigentlichen Biss, vor der Attacke, kann ich eben das Messer benutzen. Nein, deswegen will ich es wieder haben. Oh! Ja, war ja klar. Dreh dich halt um. Aber oh, guck mal, er hat sein Cappy verloren. Ja, ja. Aber jetzt kriege ich mein Messer, ja? Alles klar, Kampfmesser. Ist das jetzt in Mitleidenschaft geraten? Mal schauen. Na, das sehe ich ja gar nicht. Moment. Ja, also schätzungsweise kann ich das 3-mal machen. 1/3 ist weg. Aber das ist gut. 3-mal sich gegen einen Zombie schützen. Gut. Wie geil, hat sein Cappy verloren. Ja, sorry, aber solche Details mag ich. Okay, Hä? Ah, doch, da ist was drin. Also die 1 ist jetzt nicht so krass, obwohl, da ist ein neues Messer. Doch, ich würde mich schon drüber freuen, wenn wir auch die Taste 1 finden. Aber wir haben noch keine Tasten. Deswegen ignorieren wir das mal. Ohne 1 und 2 ausgerechnet geht natürlich nichts. So, nochmal kurz da hinten gucken. Genau, was ist hier? Weapon Locker. Da brauche ich jetzt aber wirklich eine Karte. Dann kriegen wir... Oh Gott, dann kriegen wir eine Shotgun. Wer mich kennt, weiß, dass das meine Lieblingswaffe ist. In solchen Games. Okay, gut. Da, gut, alles schön eingezeichnet, gefällt mir. Dann lasst uns mal diesen Ort wieder verlassen. So. Das war jetzt der Zombie da hinten, ja? Scheiße, nein. Also je nach, das war früher ja teilweise auch schon so, je nach Triggern, je nachdem, was wir erreichen, zum Beispiel da hinten, Ende des Ganges, schwupps, kommt ein Zombie, macht die Sache natürlich auch spannender, als statt, wenn sie einfach nur im Raum stehen würden. So, also hier geht nichts, dann bleibt mir ja nur noch das Büro eventuell da hinten. Habe ich da hinten jetzt schon geguckt, ob da noch was ist? Nee, ne, das sind nur Stühle und so. Ganz toll verbarrikadiert. Okay. Dann, ja, guck mal, da wissen wir genau, was der dicke Kopf zuletzt gemacht hat. Ne? Jetzt ist doch alles klar. So, dann können wir jetzt ins Büro gehen vielleicht. Ja, Büro geht. Büro geht. Auch da werden Erinnerungen wieder wahr. Aber das, werte Freunde, und vieles mehr... Schauen wir uns das nächste Mal an, wenn es hier wieder heißt Let's Play Resident Evil 2. Bis denner.